Hey yo, Pineapple, ich habe hier das Festival Booster von 2023. Jedes Jahr gibt es ja so ein Festival und da wird ein spezielles Booster-Set für erstellt. Und ich habe hier so eine ganze Box und in der Box sind halt 10 Packs drinne und in jedem Pack sind 3 Karten. Und hier haben wir auch ein paar besondere Seltenheiten, zum einen hier den Over Triple Rare ORRR, den Double Frame Rare FFR oder auch hier nochmal ein paar Karten, die man von früher schon kennt, die hier nochmal neu drin sind als Reissue. Und dann gucken wir hier gleich mal rein, was hier so an Karten drin zu finden ist. So, Plastik beiseite. Und dann die Box öffnen. Und hier ist erstmal ein bisschen Werbung für den Anime und anderes Gedöns. Und dann haben wir hier natürlich die Packs, die sich ziemlich dünn anfühlen. Aber ja, sind ja nur 3 Karten drinne. Und dann schauen wir mal, was wir hier so ziehen können. Da haben wir als erstes mal Stealth Dragon Mado Watsu, ein Critical Trigger für Dragon Empire. Okay. Dann haben wir Demonic Stone Dragon Jewel Neal, den man aus dem Trial Deck, dem einen kennt. Wie heißt es nochmal? Michiru Hazama Trial Deck. Und dann haben wir hier direkt mal einen Overtrigger. Und zwar den Spiritual King of Aquatics. Ido Faro. Ja, sehr cool. Direkt mal den Overtrigger, der hier auch draußen auf dem Pack Art zu sehen ist. Und sein Effekt ist, mal gucken, sein Additional Effekt, den man ja als Overtrigger immer dazu bekommt. Man kann eine Karte von seiner Drop wählen, auf die Hand zurücknehmen und einen von seinen Units wählen und die kriegt dann Critical plus 1 bis zum Ende des Zuges. Ja, sehr coole Karte. Hier als erstes den Overtrigger. Dann haben wir hier den Julius Draco Kid, auch aus dem ein Trial Deck als Starter. Gambling Juggler, ein Heal Trigger für Dark States. Und Hoppin Stella Melty, eine Lyrical Monasterio-Karte, die, wenn mich nicht alles täuscht, hier ein. Mal gucken, ob ich den Fokus hinkriege. Na, es klappt nicht so gut, aber es ist ein Reprint Plus, also ein besonderer Reprint von einer älteren Karte. Dann haben wir die Budding of Pleasant Sounds Gracia aus dem Lianorn Trial Deck Urara Haneyama. Dann ein Trigger Tyranid Kaekilia für Stoikeia Front Trigger. Und als dritte Karte den Causality Dragon Crucial Dragon von Dark States. Das ist eine komplett neue Karte. Und das ist eine Triple Rare, wenn ich es richtig sehen kann. Mit dem Licht haben wir es heute leider nicht so. Und wie es aussieht, ist hier irgendwie in jedem
Pack einen Trigger drin. Hier diesmal Pop-Out Frontline Gisela, Front Trigger für Lyrical Monasterio. Dann, oh, hier sind sogar zwei Trigger drin. Diva of Ataraxia, Georgina, Heal Trigger von Lyrical Monasterio. Und Sing With Me, Lauren Arroyo. Eine, ja, sag ich mal, ein Upgrade von der Lauren Arroyo aus dem ganz alten ersten Lyrical Monasterio Booster Set. Hier auch als Triple Rare, genau. Dann haben wir nochmal einen Heal Trigger für Dragon Empire, den Stealth Dragon Shikintan. Ein Critical Trigger für Dark States, Swanky and Thrower. Und hier noch ein normaler Reprint diesmal. Detonation Monster Bobelmine. Sehr coole Karte für Brandgate, die counterchargen kann. Und hier in so einem, sag ich mal, einfachen Holo-Design. Anders als hier die Melty, die halt so ein Triple Rare Design hat, sag ich mal, als Reprint. Dann zum nächsten Booster. Da haben wir Chain-like Cluster. Critical Trigger für Brandgate. Und hier einen weiteren Reprint. Planar Prevent Dragon, der Perfect Guard für Stoikea. Allerdings hier in so einem normalen Holo-Design. Normalerweise sind die halt, sind das Rare-Karten, die Perfect Guards. Und hier noch eine weitere Holo-Karte, eine Double Rare, ein Egg Relay, Full of Smiles, Juliana von Lyrical Monasterio. Genau, und die supportet halt den Friends-Typ. Dann haben wir den Knight of Argent Light Youth aus dem Trial Deck Raika Koshiba. Accumulation Sage, Draw Trigger für Keta Sanctuary. Und hier ein Holo Critical Trigger für Lyrical Monasterio. Auch wieder ein Reprint. Am Ende des Kampfes, wenn sie geboostet hat, kann man sie in die Soul packen. Eine von den Units wählen und ich krieg plus 2000, also so ein Effekt-Trigger quasi, als holographisch. Dann haben wir Waving Hand of Vacuum Discharge, Brandgate Heal Trigger, noch ein Reprint, alle hier von, oder ich weiß nicht, waren alle von Lyrical Monasterio? Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall Beware of Overeating Eileen. Gab es anscheinend schon mal. Wenn sie einen Rearguard boostet, kann man die oberste Karte des Decks angucken und wieder drauf zurücklegen oder unters Deck. Okay. Und hier haben wir Earnest Correct Follower Peyton. Ja, eine Double Rare, die für den Earnest Correct Typ supported. So, dann haben wir Critical Trigger für Keta Sanctuary, den Knight of Orderly Bow Levarch oder so ähnlich. Dann Brilliant Tune Rectina aus dem Urara Haneyama Trial Deck. Und hier ein weiterer Effekt Trigger, der Ruse Wildmaster Riley, Dark States Draw Trigger. Auch ganz cool. Und dann sind wir auch schon beim letzten, bei dem 10. Pack angekommen. Gucken, ob hier noch irgendwas Cooles drin ist. Scattered Strike Brave Shooter, Draw Trigger für Stoikea. Ein weiterer Trigger, Answer
Encore d'Arte, ein Draw-Trigger für Lyrical Monasterio und hier noch eine letzte Double Rare, Enfolding Fontnes Elitliel. Eliliel. Genau, Lyrical Monasterio. Ja, würde ich sagen, ganz cooles Set, ganz coole Karten. Hier so ein paar Reprints sind halt cool, wie Riley oder auch wie heißt die nochmal? Edwidge. Und natürlich hier der ganz neue, wo ist er? Overtrigger, den wir hier halt in dem Set bekommen haben. Einen von insgesamt zwei. Genau, und dann würde ich sagen, fasst das hier mal wieder mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.